Hallo, so heute reden wir über die Operatorenrangfolge. Und wenn du das Wort noch nie gehört hast, dann darf ich dich beruhigen. Das ist wahrscheinlich an dem Punkt auch noch relativ neu und wahrscheinlich brauchst du auch noch nicht alles, was in der Operatorenrangfolge so vorkommt. Ich möchte es dir aber trotzdem erklären, so wie es voll und ganz richtig ist. Und zuerst möchte ich das Wort mal ein bisschen vereinfachen. Also was Operatorenrangfolge einfach nur heißt, ist die Rangfolge oder die Reihenfolge oder die Priorität der Rechenzeichen. Also der Rechenzeichen, Operatoren sind nichts anderes als Rechenzeichen und Rechenzeichen sind zum Beispiel plus, minus, mal, durch und so weiter. Und warum das wichtig ist, warum wir da eine Reihenfolge oder eine Priorität brauchen, erkläre ich dir auch gleich. Lass uns einfach mal mit einem Beispiel anfangen. Stell dir vor, wir haben hier eine Aufgabe. Obala, da muss ich noch, genau. 7 plus 3 mal 5. So, und jetzt, wenn dir jetzt niemand hier eine Regel vorgibt, wie du das rechnen sollst, dann kannst du jetzt eigentlich sagen, okay, das kann ich ja auf zwei verschiedene Arten und Weisen machen. Und zwar könnte ich rechnen 7 plus 3 zuerst und 7 plus 3 ist 10. Und dann mal 5 rechnen. Und 10 mal 5 ergibt 50. Ich hätte aber auch rechnen können. Das wäre jetzt quasi von links nach rechts, einfach stur von links angefangen, zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Ich hätte aber auch rechnen können. Ich schreibe nochmal hin. 7 plus 3 mal 5. Ich hätte aber auch 3 mal 5 zuerst rechnen können. 3 mal 5 ist 15. Und dann hier plus 7. Und 7 plus 15 ist 22. Das ist natürlich ein ganz anderes Ergebnis. Und jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, die gleiche Aufgabe, die zu einem unterschiedlichen Ergebnis führt, das ist in der Mathematik nicht so toll. Es ist eigentlich sogar ganz, ganz schlimm und überhaupt nicht lustig. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man sich hier auf die gleiche Rechenart einigt. Sonst gäbe es in der Industrie, in der Wissenschaft, in der Forschung, bei Wissenschaftlern, Ingenieuren und so weiter, gäbe es sonst ständig Missverständnisse. Dann rechnet jemand, keine Ahnung, die Laufbahn oder die Flugbahn von einer Mondfähre aus und man verpasst den Mond und fliegt dann zu einem anderen Planeten oder ich habe zum Schluss ein Auto, das vom Band rollt mit fünf Rädern. Also das wollen wir natürlich nicht und deshalb ist es wichtig, dass man in der Mathematik sich auf die gleichen Regeln einigt. Und das ist unter anderem die Operatorrangfolge oder die Rechenzeichenpriorität. Genau, und jetzt wollen wir mal noch ein paar Beispiele rechnen. Und ich zeige dir, beziehungsweise jetzt zeige ich dir erstmal, wie die Reihenfolge wirklich geht. In diesem Video ist auch ganz wichtig, dass du gut aufpasst und dir das auch gut merkst, weil du brauchst es tatsächlich überall später in der Mathe und auch in anderen naturwissenschaftlichen Fächern. Das ist die Basis für ganz, ganz viel in der Schule und auch ganz später nach der Schule. Von der Seite her lohnt es sich auf jeden Fall, diese Reihenfolge wirklich zu können und zu lernen. So, und jetzt schreibe ich dir einfach mal auf, was denn die Reihenfolge eigentlich ist. Also, was du immer zuerst rechnen sollst, sind Klammern. Klammern. Also Klammern sehen so aus. Die hatten wir bis jetzt noch ganz selten, aber ich glaube, du hast es schon mal gesehen. Also wenn irgendwas in der Klammer steht, kommt es immer ganz zuerst. So und danach kommen Potenzen. Potenzen haben wir noch überhaupt nicht gesprochen. Potenzen sind was, das sieht so aus wie sowas. 3 hoch 2. Kleine Zahl oben drüber. Was das genau ist, kommt später dran. Dann musst du dir noch keine Gedanken machen im Moment. Musst nur wissen, dass es das gibt und dass es in der Reihenfolge als zweites dran kommt. Und als drittes danach kommt multiplizieren und dividieren. Jetzt fragst du dich vielleicht, Moment mal, multiplizieren und dividieren.
Das ist aber dann nicht klar, was da zuerst kommt. Und die liegen tatsächlich auf der gleichen Ebene. Dividieren. So. Dafür gibt es aber dann auch eine Regel, wie du das sauber rechnen kannst. Und ganz zum Schluss kommt die Addition oder das Addieren und Subtrahieren. Auch auf der gleichen Prioritätsebene. Subtrahieren. So, das heißt, Klammern zuerst, dann Potenz, dann multiplizieren und dann addieren, beziehungsweise dann multiplizieren und dividieren und dann addieren und subtrahieren. Und das alles nennt man eben Operatorreihenfolge oder ich nenne es mal einfach Priorität der Rechenzeichen. So, und dafür gibt es auch eine kleine Eselsbrücke, nämlich, wie geht es da nochmal? Clapopus. Genau. Oder habe ich es jetzt richtig? Clapopus. Genau, Clapopus. Also Klammer vor Potenz, vor Punkt, vor Strich. Also ich kann hier ja nochmal, vielleicht nochmal in hellblau. Klammer vor Potenz, vor Punkt, vor Strich. Clapopus. Genau, und anstatt der Klammer, die Klammer zu malen, könnte ich da oben auch noch klar schreiben. Und das ist dann, wäre dann so ein bisschen die Eselsbrücke. Clapopus. Klammer vor Potenz, vor Punkt, vor Strich. Also multiplizieren und dividieren ist ja nichts anderes als Punkt oder hier zwei Punkte, also mal und durch und addieren. Plus und Minus. Ja, das sind also Strich und Punkt. Gut, dann behalten wir jetzt schon mal diese Reihenfolge gut im Kopf und nehmen uns einfach ein paar Aufgaben vor. Ich versuche mal, dass wir die Regeln hier noch sehen können, wenn wir die erste Aufgabe rechnen. Und zwar nehmen wir 7 plus 3 mal 4 durch 2 minus 5 mal 6. So, und jetzt siehst du schon, aha, da sind also verschiedene Rechenzeichen oder Operatoren, die hier vorkommen. Da ist ein Plus, da ist ein Mal, da ist ein Durch, Minus und Mal. Also die ganzen vier von hier unten. Also Punkte und Striche sind hier ganz viel. Es gibt übrigens auch eine einfache Regel, falls du jetzt im Moment noch wenig mit Potenzen und Klammern rechnest. Die heißt Punkt vor Strich. Die funktioniert genauso. Das ist quasi ein Teil von diesen vier Ebenen oder von diesen vier Prioritätsebenen der Rechenzeichen. Punkt vor Strich ist wahrscheinlich am gebräuchlichsten. Also das kannst du dir auf jeden Fall sofort merken. Punkt vor Strich ist immer richtig. Ansonsten erweitert noch Klammer vor Potenz, vor Punkt vor Strich. Da ist ja auch Punkt und Strich drin. Gut, dann lass uns das mal rechnen. Also wir haben gesagt, zuerst Punkt vor Strich. Jetzt kommen da mehrere Punkte vor und wir fangen grundsätzlich mal von links an und gehen zum ersten Punkt von. Der erste Punkt, den es hier gibt, ist 3 mal 4, ne? So. Jetzt machen wir es aber noch ein bisschen anspruchsvoll, dass wir noch die Klammer, tatsächlich auch noch eine Klammer mit reingeben. Nehmen wir hier noch eine Klammer drum, dann haben wir noch außer der Potenz eigentlich alles drin. Also wir haben so, da eine Klammer tatsächlich. Du kannst auch die Checkliste quasi durchgehen und überlegen, okay, gibt es eine Klammer in dieser Aufgabe? Und ja, da gibt es eine, nämlich die 7 plus 3 steht in einer Klammer. Die können wir jetzt zuerst rechnen. 7 plus 3, oder die müssen wir auch zuerst rechnen. Das ist ja eigentlich Sinn der Sache, dass wir hier nicht auswählen können, wie wir rechnen, sondern tatsächlich einer sauberen Regelfolge. Also zuerst Klammern rechnen. 7 plus 3 ist 10. So, und den Rest kann ich jetzt eigentlich auch nur direkt kopieren und hier nochmal hinschreiben. So, jetzt habe ich den Rest von der Aufgabe wieder,
Ja, da jetzt habe ich also 10 mal 4 durch 2 minus 5 mal 6. Und jetzt geht's weiter. Jetzt schaue ich, gibt es noch Klammern? Nein. Gibt es keine mehr? Gibt es Potenzen? Nein, gibt es auch nicht. Gibt es Multiplikation oder Division, also Punkt oder Strich? Ja, da gibt es tatsächlich 3. Und wenn es mehrere Male das gleiche Zeichen oder die Zeichen in der gleichen Ebene hier quasi gibt, dann fange ich tatsächlich von links an. Also wenn es nicht klar ist, was du zuerst nimmst, dann greift immer die Regel von links nach rechts. Das heißt, jetzt rechnest du als nächstes dann 10 mal 4. So, und 10 mal 4 ist 40. So, und den Rest kann ich hier wieder kopieren. So. So, und jetzt schaue ich wieder, habe ich noch Punkte, also habe ich nochmal eine Multiplikation oder Division? Und ja, tatsächlich, ich habe noch durch 2 und ich habe nochmal 6 und auch hier kann ich wieder weiterrechnen. 40 durch 2 ist 20 und ich schreibe jetzt einfach mal den Rest wieder hin, das geht ja schnell. Minus 5 mal 6. So, und jetzt darf ich eben nicht minus 5 rechnen, sondern jetzt muss ich tatsächlich meiner Reihenfolge nachgehen und tatsächlich erst das letzte Malzeichen fertig rechnen. Also jetzt muss ich rechnen 5 mal 6 und 5 mal, also die 20 kann ich hier stehen lassen. Und jetzt muss ich rechnen 5 mal 6 und 5 mal 6 ist 30, also minus 30. Ich habe ja eigentlich gerechnet minus 5 mal 6. So, und jetzt kann ich 20 minus 30 ausrechnen, ist ja sonst nichts mehr übrig. Und dann ist unser Ergebnis also minus 10. So, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen klar. Also, wir haben zuerst geschaut, gibt es Klammern? Ja, gibt es. Zuerst ausgerechnet, dann Potenzen, gibt es keine. Dann multiplizieren oder dividieren, wenn es vorkommt, also die Punkte suchen. Wenn es mehrere gibt, von links nach rechts rechnen, das haben wir jetzt auch gemacht. Und danach addieren und subtrahieren. Okay. Jetzt will ich dir noch eine kurze Sache sagen. Und zwar haben wir das ja eben schon gehabt. Wir haben ja hier schon mehrere Punkte und mehrere Striche gesehen. Und ich will dir einfach mal mit dir noch ein paar Aufgaben rechnen, die quasi sich auf der gleichen Ebene abspielen. Also nur Addition und Subtraktion und nur Multiplikation und Division, dass du da auch noch ein bisschen Übung kriegst. Fangen wir einfach mal an. Nehmen wir 1 plus 2 minus 3 plus 4 minus 1. So, und jetzt könntest du ja tatsächlich zu Recht sagen, ich weiß gar nicht so recht, wo ich anfangen soll. Und merk dir einfach, rechne einfach von links nach rechts, weil hier sind keine Klammern drin, keine Potenzen drin, keine Punkte drin, nur Striche. Und deshalb gibt es für dich eigentlich aus der Prioritäten für Rechenzeichenregeln eigentlich gar keine richtige Regel, wie du jetzt vorgehen kannst. Es sind ja nur Striche drin. Deshalb einfach von links nach rechts rechnen. Das ist am einfachsten. Du machst aber nichts falsch, falls du eine andere Reihenfolge wählst, aber merk dir einfach, das ist ein gutes Prinzip für dich, einfach von links nach rechts zu rechnen. Das machen wir jetzt auch. Also zuerst 1 plus 2. So, 1 plus 2 ist 3. Ja, 1 plus 2 ist 3. Und den Rest können wir uns wieder runterziehen. So. Kriege ich auch langsam Übung mit dem Kopieren. Das habe ich sonst nämlich noch nie gemacht. So, und dann machen wir weiter. Dann einfach 3 minus 3. 3 minus 3 ist 0. So, und wieder kopieren. Mal schauen, dass ich es hier sauber abtrenne. Sehr gut. So. Okay. Und 0 plus 4 ist 4. Das brauchen wir jetzt nicht extra hinschreiben. Und 4 minus 1 ist 3. So haben wir schon unser Ergebnis. Jetzt machen wir das gleiche nochmal mit Punkten, also mit Multiplikation und Division. So, dann nehmen wir eine andere Aufgabe. Dann nehmen wir mal 4 mal 2 durch 3 mal 2. Auch hier gehen wir, wenn
alles sich in der gleichen Prioritätenebene abspielt, von links nach rechts. Also zuerst ganz stur, was kommt zuerst? 4 mal 2 und 4 mal 2 ist 8. Den Rest ziehen wir wieder runter durch 3 mal 2. Jetzt rechnen wir das nächste. 8 durch 3, da kommt keine ganze Zahl raus. Das wird also ein Bruch. Können wir auch direkt als 8 Drittel hinschreiben. Mal 2. So, und 8 Drittel mal 2 sind 16 Drittel. Gut, ich hoffe, das hat dir so eingeleuchtet und auch ein bisschen Spaß gemacht. Wie gesagt, das ist eine ganz wichtige Regel, die du immer wieder brauchst für eigentlich fast alles in der Mathematik, aber auch später in anderen naturwissenschaftlichen Fächern. Deshalb prägt dir das wirklich nochmal ein. Zuerst Klammern, dann Potenzen, dann Punkt, dann Strichrechnung. Im Kleinen kannst du dir merken, Punkt vor Strich ist immer richtig. Und grundsätzlich kannst du dir die Eselsbrücke Klapropus, also Klammer vor Potenz vor Punkt vor Strich merken. Okay, viel Spaß dabei in Zukunft und danke fürs Zuhören. Tschüss.